So, Schalömchen, wir haben eine tolle Kamera, hier die Q2N. Die hat hinten den Monitor und wenn man die anmacht, sieht das so aus. Tschöck. Ich lade gerade über eine Powerbank. Und man sieht auch, dass sie halt sofort funktioniert. Macht ja einen guten Ton, gibt es ja nichts zu diskutieren. Alles super. Wir haben ja aber jetzt folgende Problemstellung. Ich zoome mit meinem Zoom mit der Kamera vor mich hin, ne, also nach vorne, guck so, bin dahinter. Sag, oh, ist eine tolle Sache, meine Kamera, ich nehme was auf. Jetzt habe ich aber folgende Problemstellung. Was machen wir denn, wenn wir sagen, ja, ich drehe das um und filme mich jetzt selber? So, jetzt haben wir nämlich schon das Problem, das wäre eine tolle Kamera, aber das Display haben wir hinten und können gar nicht gucken, wie sehe ich aus? Bin ich im Bild? Sind die Haare gekämmt? Man weiß es nicht. Da hat der Fatih sich was einfallen lassen. Und zwar das Kabel hier. Das ist eine USB-Stromversorgung. Geht in eine Powerbank. An der Powerbank hängt noch ein kleiner Monitor. Ein HDMI-Monitor. Dafür geht dieses Kabel da raus über einen kleinen Adapter. Wechselt das Format und landet dann unten in dem kleinen, lustigen, witzigen Monitor. Sieht so aus, wie üblich, mein Schreibtisch total toll aufgeräumt. So, aber wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt hier winke mit der tollen Kamera, sieht man mich hinter meinem Gimbal sitzen und gleichzeitig sieht man mich auf den tollen kleinen Monitor. Ist ja wohl niedlich. Macht tatsächlich Sinn. Dass man so ein Gerät hat, wo man hinterher, egal was man da anschließt, jedes HDMI-Gerät, was einen Ausgang hat, mit einem Live-Bild, wäre dann in der Lage, das auch rauszugeben. Ne? So, ist aber tatsächlich ein Problem. Ist für viele, die Videos basteln, ein Problem. Im Normalfall hast du ja eine Kamera oder ein Handy oder irgend sowas. Dasselbe Spielchen hätte ich jetzt bei so einer Kamera. Also, ich habe eine Kamera, mache meine Kamera an. Super, Kamera geht jetzt an. Da ist meine Kamera. Da kann ich jetzt Sachen aufnehmen. Zum Beispiel meinen Monitor oder meine tolle Kamera. Geht beides, ne? Also man kann auch beides, wenn man das zusammenstellt. Problem ist wieder, was ist, wenn ich an dieser tollen Kamera, ich möchte mich selber filmen, auf dem Stativ, drehe das um und sage, Mensch, siehst du gut aus. Problem ist, mehr rauf, mehr runter, mehr links, mehr rechts, bin ich scharf, etc. Dafür braucht man bei dieser tollen Kamera, hier unten gibt es da so ein Kläppchen, da ist so ein Kläppchen, da passt dieser HDMI-Stecker auch rein, in das Kläppchen. Und dann kann man das tolle Bild von der tollen Kamera hier aussehen. Ich müsste mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich versuche das mal. Ich ziehe jetzt eine tolle Kamera ab. Da sieht man hier, puff, das Bild ist sofort weg. Jetzt geht das los mit der Operation. Operation, tolles Bild für tolle Kamera. Das haben die hier so doof gemacht. Ich muss immer hier mit dem Fingernagel reinnageln. Da muss das nach vorne geschoben werden. Nach vorne, also da haben sie mit dem HDMI, da haben sie nicht gut mitgearbeitet. Ich weiß gar nicht, ist das ein deutsches Produkt? So, noch einmal. Gehen sie nach vorne. Ich meine, die macht ja genau, was sie soll. Sie schützt den Bumsdings-Port hier. So, das ist natürlich andersrum. So, jetzt habe ich hier die tolle Kamera. Könnte also hier mit der tollen Kamera tolle Sachen machen. Ne? So. Mal kurz gucken. Da ist ein Portal-Display. Guck, und da habe ich jetzt das tolle Bild von meiner tollen Kamera. Siehst du, und genau dazu, du siehst jetzt hier unten, genau dafür ist so ein kleiner, feiner Kontrollmonitor echt super. Also immer wenn man eine tolle Kamera hat, so eine oder so eine,
oder noch andere, die einen HDMI-Live-Ausgang haben. HDMI-Live, also nicht einfach nur ein HDMI. Es gibt auch Kameras, da kannst du dir tatsächlich und leider nur deine Bilder angucken. Das heißt, du nimmst jetzt irgendwas auf, fertig, ne? Puff, mehr geht nicht. Und wenn du das abspielst, dann spielt er das über HDMI ab, aber du hast kein Live-View. Darum geht's. So, aber eine große Preisfrage ist immer, wenn man andere Leute filmt und fotografiert, ist das alles super, hallo, lach mal und fertig, man guckt da hinten rein, sieht, was vorne von der Linse ist. Problem fängt immer an, was ist, wenn ich meine Kamera benutzen möchte als Webcam, mich selber aufnehmen möchte, Podcast, soll ich da einen Spiegel hinterstellen? So, und da ist dieser kleine, super feine Monitor wirklich echt nicht schlecht. Also ich bin da total begeistert von. Vor allem, ich bin ja eBay-Kleinanzeigen-Schnäppchenjäger. Ich habe für das Ding bezahlt. Warte, ich zeige dir den mal. Das ist ein U-Perfect Portable Monitor. Der wird übrigens gespeist, genau wie die anderen Geräte, die dann dran hängen, über eine Powerbank. Das ist dieses Gerät da hinten. Und ich habe für den 7 Zoll mit Ständer und allem drum und dran, habe ich tatsächlich bezahlt. 15 Euro inklusive Versand bei Kleinanzeigen. Ehemals eBay Kleinanzeigen. So schaut's aus. Dinge, die die Welt nicht braucht, gut erklärt von euren Technik-Knacki-Deluxe. Wisst ihr Bescheid. Ich habe übrigens noch eine ganz tolle Geschichte gerade vom Chinesen gekriegt. Der Chinese hat geliefert. Dazu aber gleich ein bisschen mehr. Also später sozusagen. Also später mehr, jetzt nicht gleich. So, erstmal muss ich hier den Apparillo runterfahren. Das ist auch immer, das ist meine 35 Euro C110. Samsung Galaxy Kamera, die macht wirklich Bock jetzt ohne Scheiß. Drückst du hier drauf. Ist ja wie ein Handy, ne? Guck hier, auch schalten. Da kannst du sogar mit surfen, ne? Also hier mit dem Ding kannst du surfen. Tolle Sache. Aus Optik drin, fertig, ne? So, das war euer Technik-Knacki. Mit dem 46er Oberarm, man sieht nur den Schatten, den mein Oberarm wirft im Kontrollmonitor. Zieht die Gänge nicht so. Und achtet auf eure Technik. Technik ist immer wichtig. Wichtig ist, dass Technik läuft, egal wie, aber es muss laufen.